Jetzt habe ich dreimal meine Konsole neu gestartet, Sieh oben nach und mein unten rechts. Router neu gestartet, mein scheiß Computer neu gestartet. Langsam Echt zum wird's hier. Kotzen. Sorry dafür. Bin eine halbe Stunde zu spät. Nervig. Okay, wir können, kommt hoch. Komm, Kleine. Sei vorsichtig. Dieser Regen ist nicht gut für uns. Nee. Ach du Scheiße. Ich bin tatsächlich draußen. Auf ihr Tränen. Ist da was zu holen? Nee. Hier geht's lang. Der hat ja auch beknackt geparkt, der Kerl war. Da gehen die Lichter aus, Bruder Mann. Los. Umdrehen, auf die Knie. Du scannst sie, ich melde. Okay. Die Hände auf den Kopf. Hier ist Ramirez aus Sektor 12. Er bitte Abholung von drei Flüchtlingen. Verstanden. Sieh es doch mal so. Das hier könnte sich richtig lohnen. Bleib still. Genug von diesem Scheiß. Wie lange dauert's? Ein paar Minuten. Die mit ihrem Messer lädt. Und die Waffe mit. Die lassen immer alles liegen. Wir würden sie irgendwie aufhalten. Habt ihr ja. Hier. Oh mein Gott. Hat Marlene uns verarscht? Warum schmuggeln wir ein infiziertes Mädchen? Ich bin nicht infiziert. Nein? Das hier lügt. Ich kann's erklären. Dann erklär's lieber schnell. Seht mal her. Egal, wie es passiert ist. Es ist 3 Wochen alt. Nein, man verwandelt sich in 2 Tagen. Hör auf, uns anzulügen. Es ist 3 Wochen her. Ich schwör's. Was hätte sie denn davon? Ich glaube es nicht. Scheiße. Tess, lauf. Lauf! Los! Los, komm! Schnell zu Fuß. Toll. Oh. Ich kann welche hören.
Festerle nachkleben. Über Joel. Hier können wir durch. Die auch. Was gibt's denn da alles? Dann kann ich irgendwas herstellen? Geht es schon? Ja. Sehr gut. Das ist Stiermesser. Natürlich toll, hey, ist laut. Außenraum. Wie sieht's aus? Viele Tests. Oh Mann. Oh Mist. Wir sind hier bei uns. Versuch die Instrumente. Was war denn das? Hey. Hör mal nach. Da bist du ja. Mist. Es hilft dir nicht. Schiss wie Vaterlandsliebe. Okay. Muss ich mal gucken, gibt es hier irgendwas zu mitnehmen? Hier durch, na los! Tess, hast du eine Ahnung, wo lang? Hier ins Rohr, Mann. Ja, sieht gut aus. Die Holzlatte ist nichts. Wenigstens regnet es hier nicht. Die Schippe. Wäre besser gewesen als die Holzlatte da. Taugt ja nichts. Hier müssten wir durchpassen. Mist, Mist. Noch mehr Soldaten. Das Ziel läuft noch frei herum. Verfolgung abbrechen und sexuell Bericht erstatten. Ich glaube, sie sehen uns nicht. Verstanden. Zu den Fahrzeugen. Bleibt im Dunkeln. Hier alles. Ah. Ist es sicher? Nein, sie sind noch da. Wir verschnaufen jetzt ganz kurz. So genau, ob hier irgendwas Brauchbares ist. Na, ah, klar. Warte mal.
Kaffeeschüssel. Nix da. Tess, hier lang, durch das Rohr. Ich glaube, wir kommen hier durch. Bleib dich dran, Ellie. Warte. Gut. Sammeln, sie rufen uns zurück. Zurück zum Wald. Ihr habt gehört. Aufladen, los geht's, dann los. Weiter. Glück gehabt, ja? Wenn das zu wäre, war scheiße. Okay, sie sind weg. So. Was war der Plan? Angenommen, wir bringen dich zu den Fireflies. Was dann? Marlene, sie sagte, sie hätten dort eine Quarantänezone. Mit Ärzten, die immer noch ein Heilmittel suchen. Ja, kommt uns bekannt vor, hm, Tess? Und das, was mit mir passiert ist, der Schlüssel zu einem Impfstoff ist. Oh, Himmel. Das hat sie gesagt. Oh, bestimmt hat sie das. Hey, verdammt, Mann! Ich wollte das hier nicht! Ich auch nicht. Tess, was zur Hölle machen wir hier? Ist, wenn's stimmt. Ich glaub's einfach... Was dann, Joel? Wir haben es so weit geschafft. Bringen wir es zu Ende. Muss ich dich dran erinnern, was da draußen ist? Ich verstehe. Okay, Joel. Hier lang. Wenn wir durchs Zentrum gehen, sind wir bei Sonnenaufgang beim Rathaus. Hoffentlich. Blumentopf. Drin. Was war das jetzt? Tess, hörst du das? Ja, klang aber, als wär's weit weg. Mist. Sind wir sicher? Nein. Na los. Mann, schön tief. Da drüben ist das Rathaus. Ja, müssen wir irgendwie durch. Hier soll das Zentrum sein? Da. Hier drüben. Wir gucken, ob da nicht irgendwas da rumliegt. Nein. Such weiter.
Bleib du einfach in ihrer Nähe. Hey, Tess! Komme! Ready Reds sitzt da. Er wurde zerfetzt. Ja. Die Leiche ist noch frisch. Ist das schlecht? Ja, vielleicht. Trödeln wir nicht drum. Moni im Flur. Ja, okay, Zaugelumpe. Muss man immer was alles absuchen. Guck mal den an. Jahrelange Infektion aus. Das heißt, sie sind so gut wie. Sie nutzen Geräusche. Fledermäuse? Genau. Wenn du ein Klicken hörst, versteck dich. So orten sie dich. Als würde gleich alles einstürzen. Na, dann wäre es schon längst passiert. Würde nicht gerade heute sein. Kopf runter! Nichts passiert. Alles ist total okay. Hilf mir hier mal. Alles ab. Scheiße! Oh, das war heftig. Little Joel. Nur ein Ziegel mitnehmen. Schade. Sonst hätte er sich ein Haus bauen können. Machen wir, dass wir hier wegkommen. Na bitte.
toll. Hey. Oh, ich hasse das. Wenn ich Munition zurücklassen muss. Hier schau, Hochwasser. Oh, da oben. Scheiße. Mal sehen, ob es da weitergeht. Hängt einer runter. Okay. Nulli. Sicher. Komm schon, Ellie. Gut, Kleine, du bist dran. Los, komm. Matschbirne. Toll, ey. Jetzt hin, der Sack, da hinten. Gut hören tut aber nicht. Los, mach, sagt sie. Ich glaube, das war's. Ellie, alles klar? Medipack. Bis auf die volle Hose. Alles klar. Dann los. Moment. Oh, er macht einen Lärm, du. Bitte, die Damen. Okay, komm. Die Treppe ist dicht. Gehen wir wieder hoch? Es ist verrückt. Nicht nach unten schauen. Was? Machst du Witze? Oh je.
das Kantholz. Dass ich das tausche, teste. Ja, aber das machen wir nicht. Ich sehe mir das an. Bleib bei dem Mädchen. Tja, kein Sinn. Ah, doch, da unten liegt ein Kant, Ding, ein Rohr. Natürlich wesentlich stabiler. Sehr klar. Na, im Messer geht das natürlich fix. Im Messer geht es zacki zacki. Idiote, ey. Du Scheiße, da ist ja einer, da liegen noch Munition rum. Freak. Boah, leck mir Arsch, ey. Ja, hartnäckige, du. Super, ey. Scheiß Messer abgekracht. Oh, sowas nervt, ey. Solche Scheißmesser. Taugen nix, die Dinger. Ja, gell? Verschwinden wir von hier. Das war Rambo-mäßig. Madame. Ja, soll ich mal gucken, ob es da nicht irgendwas gibt. Die ganzen da, schau mal, Fläschchen, das habe ich schon. Caputo. Da liegt doch nichts Gescheites hier. Oh, ich bin das so scheiße, wenn ich Sachen zurücklassen muss. Sorry. Okidoki. Da hoch, gell? Hüpf. Also, guck mal. Da, jawohl. Munition.
nach hinten kommen. Ihr geht durch, oder was? Okay, halt fest. Los. Ja, die trödeln da rum, ey. Teamwork. Der ist der Drucker. Okay. Siehst du? Alles klar. Alles einsacken. Da unten ist auch was drin. Oh doch, ich kann eins machen. Medipack. Wow. Dann mal los. Gehen wir's an. Da schreien auch irgendwie hier rum. Nur so Freaks. Weißt du, ich denke, wenn wir zurück sind, lassen wir es erstmal ruhiger angehen. Du willst es ruhiger angehen? Hey, du sagtest doch immer, wir sollen uns bedeckt halten. Und du ignorierst mich dann. Tja, nicht dieses Mal. Ich glaube das erst, wenn ich sehe. Ich kann nichts sehen, diesen Weg. Ich habe eine nasse Hose. Ich find's toll. Da liegt da einer. Der ist schon ein bisschen fertiger. Verwest. Hier lang. Oh, da liegt was. Krimskrams. Joel, hier drüben. Schrauben. Sehr gut. Da liegt eine Büchse. Vitamine. Da, am Ärmel. Firefly. Oh, Molly. Die sind vom Pech verfolgt. Na, in cool. Der Stadt wie draußen. Molotov Cocktail. Er schiebt in seine Hosen Jackentasche. Siehst du's? Mann, wir sind draußen. Okay, Joel, du gehst vor. Ich pass hinten auf. Ellie, egal was passiert, du bleibst bei ihm. Geh du vor. Pass gut auf. Klar. Nur ich. Sehr cool. Da ist so ein Freak. Da kreischt er. So ist gut. Schön Barbecue.
Raschete. Ich hasse das. Ich hasse das, echt. Wenn ich Munition zurücklassen muss. Na, ein Messerle. Immer gut. Da drüben schau so ein Freak. Okay. 3,43, 78. Beeil dich! Vorne ist wieder so ein Freak. Hier lang. Du hast es geschafft. Na los. Na, die rennt halt vorbei, gell? Die kennt da nix, die Alte. Ja, ich komm gleich. Qualm die noch. Sehr gut.
Hier ist Holz. Austauschen. Alles schon ausgeräumt. Restlos geplündert alles. Okay, hier war das mit dem Safe. Ja. Exit. Und da sind sie. Die Girls. Was gibt's jetzt hier? Was ist da? Was klotzt dieser? Hier geht nix. Oh Mann. Wo geht's da raus? Bin schon vorbeigelatscht vorher. Nicht gesehen. Hey. Alle okay? Ja. Alle okay. Ja, ja. Ihr seid ja ganz schöne Profis. Das nennt man Glück. Das ist halt nicht ewig. Nee. Endlich wieder Tageslicht. Wohin müssen wir, Tess? Zum Rathaus geht's da lang. Wie kommen wir über diesen Truck? Mal sehen, ob wir was finden. Ballern ist hier nicht gut. Ah, Matschbirne. Jetzt kommt ihr, hm? Die sind neu infiziert. Und gerade erst verwandelt. Das heißt, dass hier noch mehr davon sind. Wir müssen weg. Echt heiß ist das. Ja. Und die sagt, schon stimmen. Hüpf. Klettert hoch. Ja.
Abteilung. Sie kommen! Ich weiß! Oh, oh. Oh, oh, komm mal hin. Du hast da was am Schuh. Und Flatsch. Flatsch. Okay, wie kommen wir hier wieder raus? Finden wir es raus. Ich will das normales Licht. Vorher war so diesig. Und Marlene glaubt, du bist immun? Ja. Okay. Ihre Meinung. Okay. Waffenhalfter. Ja, ich schlich weg. Ich war auf diesem Militärinternat. Wie bitte? Naja, die Stadt erkunden. Ich wurde im Einkaufszentrum gebissen. Es ist doch komplett abgesperrt. Wie bist du da reingekommen? Ich kannte Wege. Naja, einer dieser, was ihr Runner nennt, bis zu. Mhm. Und so kam das. Verstehe. Okay. Das ist nicht war schlecht. War bei dir, als das passierte? Nein, ich bin der Nächste. Nee, es hat sich gelohnt. Ach, erstaunlich, dass sie dich nicht erschossen hat. So eine Wix. Wie es ihr wohl geht? Ich sagte doch, alles wird gut. Ist echt wichtig. Aha. Im Kreis rumlaufen. Tess. Komm, bleib da bei mir. Rumpelkammer. Nichts zu machen hier. Hier läufst du. Was ist das hier? Ein altes Museum. Manche Sachen hier sind Jahrhunderte alt. Ein Klebeband. Und eine alte Schere. Hier sind wir reingekommen. Okay, aufpassen, schnell. Los, 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 los. Scheiße. Ups. Ich lebe! Ich werde außen rum gehen! Wir sind hier! Tess! Renn! Renn! Scheiße! Oh je. Guck mal, die Schweine-Jeans da. Oh ja, guck, da sind welche. Oh Mann. Ah, hier. Tess. Hey, ist echt scheiße, dass da so schnell die Messer kaputt gehen, Mann. Taugen nix, die Dinger, ja. Shh.
shit. Ja, er macht ein Radau da, der Bruder, ey. Und zu hart, ey. Tess! Oh, der schmeißt alles um, ey. Macht überall Lärm. Scheiße! So ein Dödel, ey. Was kann ich da machen? Messer? Ja, wunderbar. Kann ich mich nur einen abstechen. Von den ekligen Dingern da. Und nochmal ein Messer. Ne, das reicht nicht. Die taugen auch nichts, du. Sind nicht aus Solingen. Irgendwelche Gurkenmesser. Und die Freaks da. Ah, guck mal, der hat ein paar Sachen. Ja, coole Sache, Mann. Könnte ich auch mal ballern, oder? Ich habe schon lange nicht mehr geschossen. Scholli. Einen daneben geschossen. Das Ding ist ziemlich hakelig. Der Revolver zumindest. Die Pistole weiß ich nicht. Ja. Und ist natürlich mein Messer auch weg. Kruzifix. Jetzt guck ich erstmal wieder, was find hier. Habe ich auch schon ausgeplündert worden. Schönes Museum. Sogar die Kutsche da oben hatte schon einen Achter. Sind die zwei Nasen? Die Stiften gegangen, hoffentlich. Ah, da rumpelt's. Das spritzt schon das Ding an die Wand. Die schwingen hier. Geil. Zusammen weggehauen. Ah, da kommt nochmal einer. Komm. Jetzt brauchst du Zähne, Freund. Die Knabberleiste. Ah, Joel ist fit. Nur einer. Oh, die Alte schießt da rum, du. Komm ich vielleicht noch ins Kreuzfeuer. Das war verdammt knapp. Ah ja, komm. Der Stück schon weggemacht, wie nix. Ganz souverän weggeboxt. So muss das sein. Tut mir noch nix hier. Ein Kruzifix, können wir da so basteln. Ein Fläschchen. Wir haben nichts einstecken, die zwei Vögel. Ist bei dir alles okay? Nur etwas erschöpft.
Hier lang. Hier geht ja, das ja. Dach. Jo. Ich muss erst mal gucken, ob ich was finde. Aber es sieht sehr scheiße aus. Und was ist mit dir? Alles okay? Definiere okay. Atmest du noch? Gilt panisches Keuchen? Egal. Das gilt. Ja, ab zur Luft. Da ist es. Unser Zielort. Ah, guck mal. Ein Holzbrett. Wo braucht man das jetzt hier? Nur muss ich das da rumschleifen. Ach, da drüben, guck mal. Vorsicht. Wir bauen uns eine Brücke. Okay. Sei vorsichtig, wenn du drüber gehst. Das ist ein bisschen... Ist es das, was du dir erhofft hast? Ich weiß noch nicht. Aber Mann, was für eine Aussicht. Mhm. Kommt, hier lang. Hey, da war sie es noch, geht weiter. Noch cool, die Ellie. Im zweiten Teil ist voll so eine Assi-Alte. Es ist fast geschafft. Reiß dich zusammen. Ja, Ma'am. Yes, ma'am. Gleich hier um die Ecke. Kommt. Geh weiter, Kleine. Kutschen da, die sind oft zum Schieben. Und da hinten liegt auch noch so ein Knut. Oh, es steht immer im Weg rum da. Man kann sie mal rüberlaufen. Der hat was. Ammo. Sieh mal an. Er hat ein Firefly-Zeichen auf dem Arm. Was, wenn wir hinkommen und alle sind tot? Sind sie nicht. Und woher weißt du das? Mac. Ich weiß es einfach. Was? Mine, the girl is well. Okay. Make sure the girl is well. And in good health. Mache, dass das Mädchen fit, gut ist und gesund bei Gesundheit. Oh, ich kann das nicht lesen. Ist jetzt sicher, dass keine Militärpräsenz in der Gegend herrscht, bevor sie das Mädchen zum nächsten Unterschlupf bringen. Sie muss gut ernährt und bei bester Gesundheit sein. Ihre Sicherheit hat absolute Priorität. Aha, woher wissen Sie das von dem Mädchen? Hat sie das rumgesprochen? Achso, die Fireflies. Auf geht's, weiter geht's. Hoch und rüber. Na also. Endspurt, Tess. Nix. Nur, dass es klar ist, das ist ja auch nicht tief da. Auf der rechten Seite sieht es flach aus. Folgt mir.
Gut, dass Marlene euch gefunden hat. Was meinst du? Ich weiß, ihr werdet dafür bezahlt. Aber ich will mich bedanken. Ja, kein Ding. Nein. Nein, nein! Und was machen wir jetzt? Oh, fucking shit, hä? Was hast du da, Tess? Moment kurz. Vielleicht haben sie sowas wie eine Karte oder irgendeinen Hinweis auf ihr Ziel. Wie weit soll das hier noch gehen? So weit, wie es eben gehen muss. Wo ist dieses Labor? Oh, ich weiß es nicht. Sie hat nur gesagt, es wäre irgendwo im Westen. Was machen wir hier? Das geht uns nichts an. Was weißt du denn schon? Über mich? Ich weiß, dass du klüger bist als das. Ach ja? Wir sind abscheuliche Menschen, Joel. Und zwar schon echt lange Nein, Zeit. Nein, wir sind Überlebende. Das ist die Chance. Es ist vorbei, Tess. Wir haben es versucht. Gehen wir nach Hause. Ich gehe nirgendwo hin. Hier ist Endstation. Was? Irgendwann musste es ja vorbei sein. Was erzählst du da? Nein! Fass mich nicht an! Oh nein, Scheiße. Nicht anfassen. Sie ist im Verzug. Joel. Lass mal sehen. Zeig es mir! Oh Gott. Ach. Ups, was? Oh Mann, dummes Stück. Zeig mir deinen Arm. Das ist 3 Wochen alt. Mein Biss ist 1 Stunde alt und ist schon schlimmer. Das hier ist real, Joel. Du musst die Kleine zu Tommy bringen. Er kannte diese Leute. Er kennt bestimmt auch ihre Verstand. Oh nein, 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 nein. Du wolltest das hier. Ich mach das nicht mit. Doch, machst du. Hey, ich weiß, ich bedeute dir genug, dass du mir diesen letzten Wunsch nicht abschlagen kannst. Also bring sie zu Tommy. Shit. Sind hier. Die ganze Horde. Ich schaffe euch Zeit, aber ihr müsst hier weg. Was? Wir sollen dich einfach hier lassen? Ja. Das werde ich auf keinen Fall. Ich verwandle mich nicht in so ein Ding. Na los. Mach's mir nicht so schwer. Oh, ich kann kämpfen. Nein, geh einfach. Geh doch endlich. Ellie. Tut mir leid, ich wollte das nicht. Los, beweg dich. All die Backen, Freundchen. Oh, verdammt! Wie konnten wir das nur tun? Okay. Ohne uns stirbt sie da. Stopp! Du bleibst nicht dein Gedümsen weg. Oh Mann. Stopp. Schweige, Fuchs. Wir gehen hoch. Wir kommen dann vermutlich raus. Ich brauche ein Messer. Ein einziges. Doch kacke, Mann. Die Baller da rum, ey. Die ist wahrscheinlich jetzt schon tot, ja? Ab, Freunde der Nacht. Schöne 1911er Revolver. Ohne Witz. Geil. 45er. Ich kann was. Oh mein Gott. Tess.
Oh, Scheiße. Ein Fackel da. Ja, super. Geht nicht, ey, so kacke. Die Freaks, ey. Schrei doch, Schorsch. Ah, guck mal. Abpraller. Krass, sagt sie. Ja, Madame. So nicht anders. So muss das Geballere. Wohin? Ah, wohin, wohin? Wohin, wohin? Shit, ey. Da unten kommen wir nicht mehr hin. Wenn ich da runter hoffe, bin ich wahrscheinlich Matschke. Hier ist nix. Fuck. Die dampft auch immer. Keine Munition hier, das ist doch scheiße, Mann. Guck mal, ein Rifle. Ich hoffe, er hat ein bisschen Muni dabei, du. 6 Schuss nur. Ah, diese Kacke, ey. Na, Revolver. Ist etwas schwergängig. Was machen wir? Kämpfen. Joel? Ich hab es. Das Problem ist... Checken wir den Flur. Da drüben schon. Könnt ihr mich jetzt schon so schnell sehen, der Sack? Lass den Kopf unten. Komm, wir müssen da zurück. Auf Deckung. Hier in das Pupskissen. So. Die Distanz trifft er mich eigentlich nicht. Aber ich treffe auch einen Glückstreffer, er gibt mir eine Pistole. Schießt ins Kreuz, Mann. Das gibt's doch nicht, ey. Mal haust du die Wirbelsäule raus, Freundchen. Komm, mach die Kugel rein.
Die haben auch keine Muni dabei. Das ist ja unfassbar. Ja. Wenn sie aber nicht tot sind, dann haben sie endlos und schießen mich. Endlos. Und war das in die Fresse? Die schauen eine große, kalibrige Revolver. Ah, guck mal. Gewehrmunition. Zwei Kügelchen ist natürlich nichts. Schweinezüchter. Los, na komm. Ich bin nicht so der Schleicher. Das ist halt so eine, das Problem. Ich bin kein Schmidtchen Schleicher. Ich gehe lieber in den Kampf. Na los. Oh, was sind sie? Oh, ich schneide ihren Kopf ab. Schweineköpfe da. Das ärgert mich, ey, wenn du hier keine einzige Kugel bei den Typen kriegst. Und so ein Kantholz. Kann man auch was mitmachen. Hüp. Was machen wir? Ah, lass mal gucken. Wir hier raus? Okay. Wir müssen durch den Gang. Ah, guck mal, da hinten sind noch. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Ah, noch ganz schön. Schon noch ein paar Yogis. Ja, guck da hinten auf, ihr Affen. Umzingelt ihn! Erledige ich dich! Wenn du mich tötest, kommst du hier nie raus. Schnell ran, Mann. Kuckuck. Kuckuck. Hallo. Oh, der lebt noch. Mann getroffen. In die Rübe, oder? Ist der jetzt Blatt hier? Jawohl. Ah ja, guck mal. Das ist so ein Halbschuh. Freunde der Nacht. Ah, da reicht ein Joel so ein Drehz oder was es war. So ein Milchschnitte. Da ist schon wieder fit. Alles hat Spaß gemacht. Und mal gucken, was ich hier finde. Das war der einzige, wo Munition hat. Ne, hier liegt auch noch ein bisschen. Sehr gut. Jetzt laden wir mal schon den anderen Prügel. Ach, der ist schon. Voll? Nee, nicht voll. Oh, rennt der durch die Hütte. Ah, schau mal. Glatt übersehen, das Zeug. Aber du kannst halt auch in dem Stressmoment hat man halt keine Zeit zum da gucken. Ich
hoffe, das war alles. Fertig ist hier alles. Ach, guck mal, da ist nochmal ein Medi. So ein Medizinriegel da. So. Yep, yay. Ist da irgendwo was? Ne. Oh, echt ein einzig gotzigen Schutt. Komm, reißen doch einfach die Maske runter. Na gut, das kannst du natürlich auch machen. Einfach ein paar in den Kehlkopf braten. Wo ist der andere Vogel? Ich dachte, er hat mich gesehen. Oder so rum. Da ist er ja. Ah, komm, komm, Birschchen. Hast du verloren, mein Freund. Ups. Geil, Mann. Und die Alte, die Junge. Ist voll geflasht. Vom Fighting Joel. Schon blöd, es fehlt die eine da halt. Wir sind nur zu zweit. Boah, ein Schiff hier. Nass. Hey, Nerms. Machst du einen Schnellkurs? Ist da nix? Nee. Ist echt schön komisch hier. Bessere Sicht, hey, als oben. Aber echt krass. Ach, da läuft sie, guck mal, läuft da oben rum.
schön das Gewehr ölen. Das gute, gute. Wo ist denn? Ah, da kommt's ja. Du lässt mich doch nicht hier, oder? Nee. Hey, da, sie geht noch. Was? Geht noch. Ach, Lampe. Ich will da gucken, was da gibt. Ah, da hinten ist was, guck mal. Ich bekomme da nicht hoch. Ah, hier ist eine Palette, guck mal an. Hier hast du ein Floß. Steig drauf. Wirklich? Heilig. Ah, okay. Vorsichtig. Schön eklig da. Ah, guck mal, frische Luft. Frische Luft. Hey, also, wegen Tess. Ich weiß nicht mal, okay, was... Okay, ich sag dir mal, wie es abläuft. Erwähne nie wieder Tess. Niemals. Es ist besser, wir behalten unsere Geschichten für uns. Zweitens, erzähl niemanden von deinem Zustand. Man wird dich für verrückt halten oder töten. Ja. Und drittens, du tust, was ich sage, wenn ich es sage. Alles klar? Klar. Wiederhol es. Was du sagst, zählt. Gut. Da ist eine Stadt. Ein paar Meilen nördlich. Ein Typ dort schuldet mir was. Kann sein, dass er ein Auto für uns hat. Okay. Los, gehen wir. Na bitte. Ja, hier lang wird's schneller gehen. Wow. Was? Nichts. Ich hab nur sowas noch nie gesehen. Deshalb. Etwa den Wald? Ja. Im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. Auf jeden Fall, es ist cool.
Wald, das sind nämlich die Räuber. Warum bringst du mich nicht zurück zu Marlene? Wenn sie das schaffen könnte, hätte sie dich behalten. Na, oh, guck mal, besser. Geil, Reiher, oder? Der Reiher da rum. Ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschaften waren nicht also gerade hoch. Der Wald sieht wesentlich besser aus als auf meiner PS3. Ich glaube kaum, dass einer von uns lebend ist. Schön cool. Na, oh, guck mal, was da liegt. Glaub mir, mir wäre es anders auch. Ah, kann ich mal schauen, ob ich da wieder was machen kann. Lauschmodus, Fertigungszeit. Heiltempo. Optimal. Mal Molly machen. Oh, hey Kleiner. Mal der kleine Rammler an. Geil, guck mal, das Licht bricht super aus. Oh Mann, Hasi. Hasi, Hasi. Da unten durch die Heide. Ich weiß auch nicht warum, aber ich denke immer, ich habe irgendwas vergessen oder so. Ah ja, guck mal. Ist ja schon mal was. Yes. Sehr gut. Ich kann wenigstens ein Messer machen. Messer sind immer gut, weil manchmal sind Türen verschlossen und die kann man nur mit dem Messer aufmachen. Wenn man keins hat, ist man angeschissen. Dann kommst du da nicht rein und da ist oft so Zeug drin. Deswegen manchmal sieht es ein bisschen blöd aus, was ich hier mache. Das planlos rumrennen, aber manchmal bringt es doch was. Wow, da! Also hier erstmal um die Bude laufen. Wenn erstmal weiter ist, dann geht's nicht mehr. Ich gehe da mal hoch und sehe mich um. Ah, guck mal, sehr geil. Hatte ich schon mal schon modifiziert, das Ding. Ja. Sehr gut. Da, das Brett. Oder was heißt Brett? Die Diele. Hier. Komm Gretel, hoch da. Guck mal an, zack, 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 so wie. Na also. Nächste. Optimal. Ziert sich noch ein bisschen, ne? Die Kleine. Naja. Hüpf.
fliegen. So, was ist da unten? Ah, guck mal, da geht's eh weiter. Ist zu. Man kann auch nicht rein. Hier lang. Hier lang. Nicht, dass du fällst. Hier lang. Oh, Klicker. Klicker, Ficker. Ich glaube, ich weiß noch, wo die sind. Die sind, glaube ich, da in dem Loch. Hier drin. Da ist einer drin, ja. Auf, den muss man raustreiben. Shit. Ja, und das da, Klicker. Was ist da? Verdammt! Da brauche ich ein Messer, oder? Ne? Nicht mal. Hier durch. Ah, gut. Schauen wir schon da rein. Das ist ein gutes Ding. Die Waffe, jetzt ist natürlich aber das Ding weg schon. Das steckt jetzt in seinem Kopf drin. Das hat sich da jetzt manipuliert. Schnell, Joel. Ich kann das nicht hinmachen. Was ist denn? Was willst du denn? Was schnell? Was wolltest du denn jetzt haben? Bude. Nee. Im Haus scheint keiner zu sein. Machen Sie. Alles okay? Ich versuche pfeifen zu lernen. Klingt das wie pfeifen? Warte eine Sekunde. Ich versuche pfeifen zu lernen. Pfeif ruhig die Monster her. Oh. Ein schöner Revolver, Mann. Aber Gewehr geht nix. Und eine Kugel hat er wenigstens genommen. So eine Mordschere, hey. So, jetzt kann ich hier noch ein Medi machen. Da habe ich von beiden drei. Das ist schon mal ganz cool. Mist, ist von der anderen Seite verriegelt. Hier, hilf mir hoch. Ja, okay, komm. Nein, nein. Das kommt gar nicht in Frage. Na, ich heb dich nicht hoch. Wie soll ich da rüberkommen? Okay. Hör der Kleinen mal ein bisschen zu, Dödel. Gut, komm her. Stell den Fuß drauf. Hör mal zu, du machst es nur auf, okay? Sonst nichts. Vorsicht, Vorsicht! Okay. Okay, lass uns mal gucken, was hier in der also, in dem Kaffee hier geht. Auto für uns. Und was dann? Ja, dann suchen wir Tommy. Ah, Marlene meint, er ist ein Safe. Wichtiger ist, dass er mal ein Firefly war. Kombination. Er weiß, wo du hin musst. Ach, da muss man gar nicht die Rädler einstellen. Okay. Da reicht es, wenn man den Zettel mit der Kombination findet.
Beim zweiten Teil muss ich es ja richtig eingeben. Hab mich vorher schon gewundert. Ja, warum das, das aufmacht. Lebt sonst noch jemand in dieser Stadt? Soweit ich weiß, ist der allein. Ah, leckt ein Firefly. Fireflies waren ja überall. Ja, überall. Die wollten das Land wieder so hinkriegen, wie es war. Naja. Ja. Mit einem Impfstoff geht es vielleicht. Vielleicht. Kommt ja ein Impfstoff da. Ah, schau mal. Was da steht. Eine Kombination. Alles, was der faselt, ist nicht so wichtig. Wichtigste ist es die Combination. Und der Civic. Sehen die aus da zumindest. Ah, guck mal. Wow. Oder nützliche Sachen. Erstmal das Rifle laden. Ah, ist einschüssig. Oh mein Gott, was ist denn das von Brügel, ey? Ah, dann weiß ich was, jeden Fall, was es da aufzurichten gibt. Befehl zur Evakuierung. Deswegen war das vorher so lahm. Was denkst du? Quarantänezone. Tja, manche Städte wurden gewarnt, bevor die Infektion kam. Manche meisten nicht. Mann, das ist hart. Ah, schau mal hier, du. Der Rest war härter. Wow. Ah, Ammo. Sieh dir das an. Mann, das ist echt traurig. Ah, Vinyl. Was denn? Diese Musik, die hier herumsteht. Und niemand hier, der sie sich anhört. Ich weiß nicht, ich find's schrecklich. Naja, das Geschrabbel braucht keiner. Ein Ami-Sound. Das ist ja nicht mein Ding. Ah, okay. Hab ich doch. Ah, da liegt noch mal was. Ich will aber mal eine andere Waffe modifizieren. Gleich die Rübe zerlegt. Was war denn das? Das ist eine von Bills Fallen. Bills Fallen. Dein Freund ist paranoid, oder? Das kannst du laut. Dein Freund ist paranoid, sagt sie. Und wie ist er sonst so? Der hat uns oft beim Schmuggeln geholfen. Oh Mann, du musst mir zeigen, wie das geht. Dann hoffe ich, dass wir auf der Suche nach... Ah, schau mal. Halt die Augen offen, dann passiert nichts. Da gibt's ein paar feine Sachen. Wenn da kein Messer hast, dann ist echt scheiße. Geh richtig viel flöten. Nervig ist auch schon wieder hier. Natürlich wieder die Munition. Aber ich kann jetzt die anderen Fallen, wo es da gibt, die kann ich aufschießen. Dann kann ich die holen. Zum Beispiel hier. Na. Oh, guck mal. Nadelkissen. Wow, Bill kann Bogen schießen? Vermutlich schon. Da liegt ein Leiter rum. Sehr gut. Aber da oben. Auf der Straße. Ja. Krass. Okay. Ah, ist klar, dass der abkotzt, wenn ich hier alle seine Sprengsätze kaputt mache.
Na. Wow, ein Bogen. Ist ja fett. Hey, sieh mal an. Gib ihn doch mir. Ich kann ziemlich gut damit umgehen. Für Waffen bin weiterhin ich zuständig. Ja, wir hätten beide Waffen als Absicherung. Vergiss es. Hier. Das hier können wir nehmen. Rein, komm hoch. Okay. Sehr schön. Ach, Mist. Das ist barrikadiert. Kräftige Handgelenke hat er. Das ist klar. Oh, Scheiße. Ey, du Blödmann. Probieren wir das Baby mal aus. Ja. Boah. Bleib stehen, du Clown. Den besser nicht angeworfen. Ah, ist er kaputt, okay. Hör mal zu. Bill ist nicht gerade eine sehr ausgeglichene Person, wenn wir bei ihm sind. Überlass mir das Reden. Hast du gehört? Ja, alles klar. Na toll, und der andere Pfeil? Er ist nicht gerade nett zu Fremden. Okay. Der andere ist kaputt. Bill ist okay. Er braucht nur etwas Zeit, mit dir warm zu werden, okay? Ah, ja. Yeah. Scheint Vieh sein. Mal sehen, was wir finden. Du findest meine Leiche, wenn mich der Schlag getroffen hat. Keine Sorge. Das wird schon. Mal um. Ich auch. Rachel. Soldaten gehen von Tür zu Tür und zwingen die Leute, in Bussen einzusteigen. Ein paar Häuser weiter sind Schreie zu hören. Die Zeit wird knapp. Ich habe angerufen und gewartet. Aber ich kann nicht mehr warten. Ich habe unsere Sachen in ein paar Koffer gepackt. Ich warte in der Quarantänezone auf dich. Such nach mir. Bis bald. Ezra. Mhm.
Ob sie sich je gefunden haben? Woher soll ich das wissen? Aha. Sie sind jedenfalls schön. Aha. Na dann. Die Romantikerin. Lass uns von hier verschwinden. Okay. Wo war denn das da mit dem durch? Hier war das genau. Oh, guck mal, das sind auch so Dinger, ey. So ein Scheiß, sagt er. Okay, zurück, zurück. Okay. Oh, krass. Die Dinger sind ja der Hammer. So kann man es auch machen. Ja, doppelt abgesichert hier. Da muss irgendwas sein. Ja. Was Wichtigeres. Ah, da liegt noch Ammo. Jetzt singt sie auch noch. Ey. Gerade eben hat sie nur noch gepfiffen. Jetzt singt sie auch noch zum Singen an. Ah, da ist schon so ein Teil. Da kurz ab. So, zurück. Sag doch zurück. Ich höre auch nicht, die Alte. Typisch T-Nackers. Nichts hören. Bleib in meiner Nähe. Oh, shit, ey. Ellie, komm schon, wir. Na toll. Darauf habe ich gewartet, echt. Was ist passiert? Was ist passiert? Gute Frage. Von Bills Scheiß fallen. Oh, ich wollte noch anders. Ich wollte noch vorbeilaufen. Das ist das Gegengewicht. Okay. Steig das Seil durch. So komme ich runter. Bin dabei. Na toll, ey, jetzt kommen die Freaks, weißt du? Scheiße, sie kommen! Joe! Halt dich ums Seil! Er lebt! Wie weit bist du? Ich mach so schnell, wie ich kann! Weg! Weg, 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 weg! Junge, der schnappt noch mehr. Und der spinnt. Seine auf die Waffel. Und oh, die sind zum Glück. Oh, ja, ey. Warum hab ich denn den Revolver? Diese, die Pistole meine ich. Diese Scheißknarre da. Ich schieß dir an die Wirbelsäule, du Sack. Na toll. Ah, nee, oder? Ah, das kotzt mich an, ey. Weißt du, das ist dieses Pissrevolver. Ich kann die nicht wechseln, weißt du? Wieder. Du miese Ratte, Junge, nach mir schnappt der Typ, ey, ist ja unfassbar. Ellie! Oh, ich brauch noch etwas Zeit! Oh, fuck off, echt. Bereit, Ellie. Halt durch!
Alles okay? Ja! Los, du schaffst es! Ich bin ja weiter oben, ey. Verdammt normal! Oh, komm schon! Oh, ich krieg's nicht durch! Ellie, beeil dich! Hey, komm! Hilf mir mal! Schnell, sie kommen näher! In Ruhe, du blöde Scheißvieh! Endlich, jetzt komme ich. Flums. Beweg deinen Arsch und steh auf. Durch die Tür! Fällig, zurück! Zurück! Ab, du! Okay, hallo, wir sind fast da. Sie kommen her! Komm her, lauf weiter, hier lang, durch den Gang. Ja, hopf mal hoch, oder was ist los mit der? Okay. Los, Ellie, schnell! Ich lauf ja, ich lauf ja! Sie ist auf, na los! Die Alte steht halt davor und wartet hier. Mann! Das war knapp! Danke für die Rettung und so. Ach, Ellie. Hey, was soll das? Joel! Bill. Was soll denn das? Bill! Dreh dich um und geh auf die Knie. Beruhig dich erst mal. Dreh dich um und geh auf die Knie. Jetzt mach schon. Jetzt mach mal lang. Scheiße! Wurdest du gebissen? Nein. Irgendein Ausschlag. Nein, verdammt, ich bin sauber. Wenn du auch nur zuckst. Verdammt nochmal! Was das? Ob's das war? Ihr kommt in mein Haus. Löst alle Fallen aus. Ihr brecht mir beinahe den verdammten Arm. Und wer zum Teufel ist das? Und was macht sie hier? Es geht dich einen Scheißdreck an. Wir sind hier, weil du Joel was schuldest. Oh. Also mach sofort diese Dinge ab. Ich schulde Joel was. Soll das ein Scherz sein? Okay, machen wir's kurz. Ich brauche ein Auto. Oh, es ist ein Scherz. Joel braucht ein Auto. Hm? Tja, wenn ich eins hätte, das fährt, was nicht der Fall ist, warum sollte ich es gerade dir geben? Hä? Ja klar, Joel, kein Thema, nimm es doch. Nimm auch mein Essen, wenn du schon dabei bist. Na, so wie du aussiehst, hast du eh zu viel davon. Pass mal auf, du kleines Nein, Mist. Pass du auf, du hast mir Handschellen. Du jetzt mal den Mund. Okay. Was immer ich dir angeblich schulde, so viel kann es nicht sein. Ehrlich gesagt, Bill, doch kann es. Na, ist doch egal, weil ich keins habe, das Pferd. Aber es gibt eins in der Stadt. Teile. Es gibt Teile in der Stadt. Das heißt, du könntest eins zusammenbauen. Okay. Wenn ich das mache, brauche ich Werkzeug dafür. Okay. Es ist auf der anderen Seite der Stadt. Du hilfst mir, es zu holen. Und vielleicht kann ich was zusammenschrauben, das Pferd. Aber danach schulde ich dir nichts mehr. Mir recht. In ein paar Tagen sind wir so oder so tot.
Gut. Kommt mit. Die ganze verdammte Stadt ist vermint. Bleibt schön dicht hinter mir. Echt verlockend. Schluss jetzt. Okay. Was auch immer ihr braucht oder wollt, nehmt es euch einfach. Okay, danke. Ellie, sieh dich mal um. Vielleicht können wir was gebrauchen. Na, klar doch. Na, ich mach das jetzt hier noch kurz und dann speichere ich ab und dann geht's. Dann gehen wir laufen. Wieder Basie. Hey, und geht's nächsten Sonntag weiter. Ich hoffe dann pünktlich. Aber heute, halbe Stunde später, wegen dem blöden Netz. Lass ja die Finger von dem Brett! Ah, halt's mal. Vergiss es einfach. Großmeister. Was ein Arsch, der Typ. Voll der Halbschuh. Muss man später noch einmal spielen. Ah, ne, ich stream ja. Kann ich einfach Pause machen und dann wieder weitermachen, wie ich Bock hab. Nee. Was sag ich dann? Ja, kommt dann nachher wieder. Ein Pissmesser nur. Gluck. Ah, ich will da liebst nur zwei Messer haben. Das Teil da noch aufrichten. Aber das sieht schlecht aus, ja. Hast du jetzt alles? Fertig. Ja, come on. Okay, Ellie, los, komm. Ich glaube, da gibt's die Pump-Action. Lass die Tür nicht offen. Ich mach schon. Wir müssen zu dem Gebäude rüber. Die Treppe hoch. Beeilung. Bleib dicht bei mir. Unglaublich, dass du den Scheiß mitmachst, Bill. Du hättest es einfach sein lassen sollen. Ich seh mich hier oben mal kurz um. Für mich ist da oben nichts. Na, mach, nimm dir, was du brauchst. Danke. Eine Gruppe Hunter ist in der Stadt gefährlich nahe gekommen. Zum Glück hat ein Rudel Infizierter sie davongejagt. Erinnerung, mehr Warnschilder aufstellen. Sie sollen wissen, dass ich es ernst meine. Ah, okay. Also in was für einer Scheiße steckst du? Und wo ist Hell? Das ist dein Job. Eine einfache Lieferung. Und was sollst du abliefern? Die kleine Göre. Du mich auch. Du lachst, der Geier. Naja, ich hoffe, du weißt, was du tust. Der Typ und ich werden keine Freunde. Also, wo geht's hin, Bill? In mein Zweitversteck. Eher ein Waffenlager. Was? Ich dachte, wir machen ein Auto klar. Wir? Du kennst dich mit Autos? Bill, komm! Wie ich schon sagte, wir müssen zur anderen Seite der Stadt. Dahin gehe ich sonst nicht. Da sind alle infiziert. Also brauchen wir mehr Waffen. Mehr Waffen. Gib mal Waffen.
Halt, die Keule brauche ich nicht. Dann über mein Abflussrohr. Was ist so ein Holzteil da? Komm, Schwabbellauf. Die Lampe ist cool, ist wie meine ungefähr. Genau, so ein Mordsradius. Das sieht man da auch nicht richtig. Aber cool. Ich brauchte mein Dimmer kaputtes. Voll der Hammer. Bin seit 4 Wochen mit der blöden Lampe da. Da drin ist was. Oh, das ist eine Bäckerei. Wie sieht's aus? Großer Ofen oder Pizza. Ich dachte immer, ihr zwei seid unzertrennlich. Sie ist beschäftigt. Ja klar, beschäftigt. Ah, hört sich an, als gäbe es Ärger im Paradies. Ja, sowas in der Art. Okay, dann mal los. Nur der Messer reingemacht, hey. Der ist ja zu hart, der Typ. Das Gewicht hat auch schon gereicht. Und warum repariert ihr nicht eins von diesen Autos? Oh mein Gott, du bist ein Genie. Ich meine, warum bloß? Warum habe ich nie eins von diesen Autos repariert? Okay, sei nicht so ein Arsch. Ihre Reifen sind hin, die Batterien sind leer. Was ist jetzt? Und ich will gar nicht wissen, wie es in den Motorblöcken aussieht. Neue Autobatterien gibt es nur noch beim Militär. Verdammt nochmal! Mist! Macht euch bereit! Bam, bam. Okay, das Kantholz auf die Nuss. Das hat Spaß gemacht. Ich muss die Barrikaden prüfen. Aber das ist. Ich habe mein scheiß Messer verschwendet. Er führt in Selbstgespräche. Und dann muss man. Bill! Joel! Hier lang. Und weiter geht's. Du hast dir ein krasses Versteck ausgesucht, was? Weißt du, so schlimm die Dinger sind, man weiß, was sie wollen. Die normalen Leute machen mir Angst. Gerade du solltest das verstehen. Was soll das halten? Gar nichts. Hält sie das Tor wirklich auf? Tja, es ist zu, sie haben keinen Schlüssel. Also, wo lang? Wir sind da. Es ist im Keller. Okay, dann machen wir auf deinen Keller. Ich oder was? Okay, hier runter. Tja, da sind wir. Du fasst hier drin nichts an. Und du machst die Tür zu. Los. Ah, ah. Was? Ich brauche eine Waffe. Brauchst du nicht. Joel, ich komme schon damit zurecht. Nein. Du bleibst hier. Toll. Dann rate ich einfach, dass du mich erwischt. Das hier muss echt der beschissenste Job sein, den du hier hast. Was zum Teufel sagt das zu dieser Selbstprofession? Das war ihre Idee. Ehrlich? Dann ist die Braut wohl doch nicht so schlau, wie ich dachte. Na, scheiß drauf. Im Ernst, bring die Kleine dahin zurück, wo sie herkommt. Bill, ich kann sie nicht einfach zurückbringen. Dann schick sie weg, lass sie eben allein gehen.
Ich sag dir jetzt mal was. Es gab mal jemanden, der mir wirklich sehr wichtig war, weißt du. Ich hab mich eben um ihn gekümmert. Und in dieser Welt bringt dir so ein Scheiß nur eins ein. Du gehst drauf. Und weißt du was? Von da an hab ich's geschnallt. Ich bin alleine echt besser dran. Bill, so ist das nicht. Schwachsinn. Es ist ganz genauso. Hey! Was hab ich dir auf der Treppe gesagt? Was hab ich gesagt? Räum hier doch nur deinen ganzen Scheiß auf. Finger weg! Verdammt nochmal. Wenn du sie weiter an der Backe hast, wird dir das irgendwann das Genick Bill. Brechen. Können wir das jetzt bitte einfach durchziehen? Hier. Ziehen das durch. Ich bin im Moosberg. Kaliber 12, guck mal. Kommt mir sehr bekannt vor. Okay, bevor wir weitermachen, ich hab da was, das du sehen musst. Und zwar? Mein allerneuestes Spielzeug. Das ist eine Nagelbombe. Du musst sehr vorsichtig sein. Sie geht hoch und zerfetzt alles in ihrer Nähe. Ja, ich kenne deine Fallen. Ich bin gut, nicht wahr? Ja, tipptopp. Gib mir mal her, das Ding. Ja, wie willst du denn das transportieren, das Teil? Da kriegst du ja Löcher in die Hosentaschen. Mit dem Ding, ja. Schrotflinten und Bomben. Guck mal, das Teil da, wie wir schon das transportieren. Alle paar Wochen zieht das Militär hier durch die Straßen. Ich nehme an, Sie suchen nach Vorräten. Mann, es ist Wahnsinn, was Sie alles übersehen. Jedenfalls. Vor ein paar Monaten fuhren Sie hier durch und wurden von Infizierten überrannt. Die belagerten den Truck. Der fährt prompt gegen die Wand der Schule. Da steht er noch mit der Batterie. Wir holen die Batterie also für ein anderes Auto. Bingo. Ich wollte sie holen, aber es schien zu gefährlich bei den ganzen Infizierten. Unglaubliche Scheiße. Aber scheiß drauf. Joel braucht ein Auto. Und wenn sie kaputt ist? Nee, die Trucks sind wie Panzer. Sie wartet auf uns. Das könnte klappen. Ich kann nichts updaten. Was geht denn? Naja. Okidoki, das war's dann mal. Ich speichere euch ab und ich wünsche einen schönen Abend. Horrido, ich muss mit dem Hund. Tschüss.